Herzlich willkommen zurück zum Benchu Tui. Es geht normalerweise dieser Welt weiter, aber davor holen wir schnell noch ein Puzzlo. Und zwar in der Klunkerkluftmine. Denn dort war ja, falls ihr euch erinnert, ein langer Wasserweg. Und bei dieser Wasserweg hatten wir noch zu wenig Luft. Im letzten Part haben wir den Fisch gerettet. Also müssen wir jetzt genügend Luft haben, um es zu erledigen. Jetzt stellt sich die Frage heraus, wo das gleich noch einmal war. Ich glaube, es war hier drüben. Weiß hier? Nein. Da war es definitiv nicht. Vielleicht schneide ich es euch raus, vielleicht lasse ich es auch. Aber auf jeden Fall möchte ich den Raum noch einmal finden. Ah ja, gibt es hier auch noch was? Nein, gell? Okay. Abflug. Bam, 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 bam. Ja, wo war es? Wenn es sich nicht abstürzt. Ich hoffe nicht. Was wäre echt blöd, wenn es abstürzen würde. Wie beim vorletzten Part. Aber hier gibt es noch was. Oder? Kann man die Kiste zerstören? Nein, okay. Ah, aber war nichts drin außer viele. Auch nur viele, okay. Ja gut. Raus aus dem Gift. Der Raum ist hochgiftig. Ah, oh, verflucht noch eins, wo war es? War es denn nicht hier vorne? Ich glaube ja. Nein. Raus. Falscher Raum. Da hinten war auch noch ein Raum, oder? Vielleicht war es sogar dort. Frag mich nicht, ich weiß es nicht. Auch nicht. Ja, wo ist es denn? Aber da muss ich später noch mal rein. Auf jeden Fall später. War es hier? Auch nicht. Weil hier war der dunkle Raum. Der Dunkelkammer. Ja, raus.
Hier drüben war andere Seite, genau. Das ist für später gedacht. Wo ist das Wasser? Wo war das Wasser? Wie ich mich einfach hier verirre. Trainstation ist jetzt Bahnhof normalerweise. Auch raus. Aber hier ist der Bahnhof, okay. Junge, bin ich zu blöd oder was ist hier los? Ah, nein, das ist ein Gitter. Ich dachte. Da hinten. Polizei. Nein. Wisst ihr was? Ich schneide es euch ganz zum Schluss noch einmal rein. Und dann, ja, werdet ihr jetzt finden, aber ich glaube, es war hier in der Nähe. Hier? Nein. Oder? Nochmal. Ganz hinten war es, glaube ich. Entschuldigung. War es hier drin? Ach nein! Auch für später. Wo war es denn? Ja, ich schneide es euch rein. Ist, denke ich mal, geschickter. Da gehen wir in die neue Welt und nach die neue Welt müssen wir aber hier rein. Weil hier gibt es etliche neue Aufgaben danach. Okay, erstmal raus hier. Aber zuvor schaue ich nochmal hier rein. Mann, das ist so peinlich. Wenn man nicht mehr weiß, so was ist, vor allem wenn es ein Labyrinth ist. Ah! Danach habe ich gesucht. Genau da. Das habe ich gesucht. Ich dachte schon, habe jetzt 10 Minuten dafür gebraucht. Okay, als erstes nach rechts. Das war schon mal falsch. Und dafür brauchen wir diesen Fisch. Also ohne den Fisch vom letzten Part hätten wir erstens wenig Luft. Und zweitens könnten wir nicht zu schnell schwimmen. Und jetzt können wir viel schneller schwimmen. Aha. Au. Aua. Auf die Post. Okay.
Nein. Oh, da liegt ein Puzzle. Das war schon mal falsch. Aber fast nah und knapp dran. Ab die Post. Schwimmbier, schwimm. Hier lang oder geht's hier wieder zurück? Ich glaube ja. Dann hier lang. Ach nein, hier geht's hier. Nein. Da geht's ja wieder raus. Echt nichts. Ego Perspektive, wie man das nennt. Dann sieht man ein bisschen mehr. Da waren wir gerade, ne? Ja, da waren wir gerade. Aber von dort aus kann man nie im Leben das Puzzle holen. Nie. Nützt uns auch nichts, oder? Nein. Da muss aber hier was sein. Ah! Sieh einer an. Sieh einer an. Das habe ich gesucht. Sehr schön. Dann gibt es hier wirklich nichts mehr. Ah, oder doch, oder doch. Halt. Halt. Danke. Okay, nee, scheinbar nicht. Ich kann es zwar versuchen, aber ich glaube nicht, dass es klappt. Viel zu weit weg. Viel zu weit weg. Okay, dann kommen wir später nochmal hier rein. Für später. Oh yeah. Und das kann man auch hier später machen. Also nach die neue Welt. Ein- und Ausgang. Da geht's raus. Gut. Haben wir das schon bestätigt? Ja, ne? Ja, haben wir schon. Okay.
Excellent. Jetzt kommt eine Welt, die nicht so schön ist. Jawohl, diese Welt geht eigenermaßen noch. Die ist noch einigermaßen okay. Hex-Hex-Park. Nö. Da habe ich mal keinen Hunger. Okay. Nö, aber natürlich. Gut. Jetzt einschalte. Ekelhaft. Ihr niest in seine Bürger. Das ist geschützt mit Strom. Da möchte ich nicht betreten. Also noch nicht. Und hier. Ey! Oh! War hier nicht noch was? Hier oben. Kasui, langsam. Danke. Nein, 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 nein. Oh. Ach, die Sch. Oh, Chincho. Rot Nummer 2. Okay, da ist noch eine Note. Das ist auch noch eine Note. Ah ja, sieh mal einer an. Jetzt können wir trennen. Genau das habe ich gebraucht für die nächsten Puzzles. Sammle noch schnell ein paar Noten ein. Dann hole ich noch eine Attacke. Und dann hole ich etwas ganz Besonderes. Mama. Wo war die nächste? Ich denke mal hier rechts. Erstmal Noten. Note. Sehr schön.
Hier war normalerweise noch eine Attacke zu lernen. Oh. Erst einmal Chincho. Hallöchen. Oh, howdy Lukas. Okay. Geht das schon? Nein, ne? Oh. Habe ich jetzt geschummelt oder war das wirklich so gedacht? Puzzlo Nummer 1 in dieser Welt. Läuft. Note. Erst einmal hier rein. Ah ja, siehste. Das ist ein... Wolltest du was sagen? Oder warum ist es gleich wieder abgehauen? Kommt bestimmt nochmal. Okay, erstmal von der Kazooie trennen. War es jetzt nur mit Bencho oder nur mit Kazooie? Ich glaube nur mit Bencho. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Jetzt kam Bencho. Wie war das gleich nochmal? Achso, okay. Nur mit dem Rucksack zu hauen. Genau. Kazooie, brauch dich wieder. Gut, dann noch einmal in die Klunkerkluftmine. Raus in dieser Welt, aber wir machen hier auf jeden Fall fertig, das ist sicher. Aber ich möchte zuvorerst mal die anderen beiden Welten fertig machen. Bevor sie richtig krass weitergeht. Genau, Ein- und Ausgang. Entschuldige, dass ich das überhaupt so mache. Aber ich mache es ein bisschen anders wie die YouTuber, also wie die meisten YouTuber, wie es. Und die meisten machen genauso, wie es gedacht sein soll. Bei mir ist es aber nicht so. Ich mache immer ein bisschen anders. Damit auch mal die Menschen was anders sehen. Nicht immer nur so, wie im Spiel so gedacht ist. Sondern einfach mal abwechslungsreich. Wenn es euch so passt. Okay, nach der Spezial auf jeden Fall zum Majos Tempel. Wenn man das so ausspricht.
Da gibt es noch zwei Cheatcode zum Eingeben, die wir freigeschalten haben. Und wo war jetzt gleich nochmal? Ah ja, okay. Nee, ich weiß schon. Ich habe es gemerkt. Geht das überhaupt schon? Ja gut, hilft nichts. War leider ein Fail. Auch wenn es wieder mal aufgehangen hat. Muss ich es doch später machen. Naja, hilft nichts. Keine Trainingsplatte. Sehe ich aber auch nirgends. Eine Trainingsplatte. Wo ist hier denn eine? Nein, okay. Ich weiß, wo eine Trendplatte ist, aber ob man so weit gehen kann, das bezweifle ich. Aber ich kann es mal versuchen. Nie im Leben, nie. Dann machen wir es später. Okay. Leider. Aber hilft nichts. Immer nach und nach. Das von vorne musste ich wieder mal aufsammeln. Sehr ärgerlich. Immer wenn es sich aufhängt. Ja. Was soll man machen? Ne? Okay. Dann gehen wir dieses Mal in den Großzelt. Also großes Zelt. Und mal schauen wir. Ah, hier gibt es auch noch eine Attacke, oder? Gibt's hier einen? Ich dachte, ich gebe es ein. Eine lernbare Attacke. Oh, ein Schild. Aha. Ab die Post. Dachte ich's mir. Okay. Dann müsstest du noch einen geben. Teleport, sehr gut. Hier gehen wir später hinein. Oder gehen wir gleich rein. Was ist hier Schönes drin? Giftgrün. Ach, da brauchen wir den Mumbo. Okay.
Hallo. Mach kaputt. Ah. Der Mini-Chinchu. Oder Minchu. Wie die sich auch immer nennen. Hier war schon mal kein Kind. Hier schon mal nicht. Ah. Erstmal Schild. War das jetzt gut oder nicht gut? Hm. Okay. Ihr hält einige goldene Pfeile. Habe ich zwar Park bekommen? Ah, okay. Okay, dieser Affe von Banjo-Kazooie im Mumbus Mountain möchte jetzt ein paar Karten. Und ich denke, er weiß schon wo. Hat bestimmt hier mit zu tun. Aha! Gibt's bestimmt noch mehr. Nein, ekelhaft. Der in den Burger niest. Ah, hast du auch noch ein Ticket? Ja, Tatsache. Nummer 2. Ja, auch sehr schön. Nummer 3. Da wäre es Nummer 4. Aua. Und da vorne die Nummer 5. Oder haben wir den schon? Ja, den haben wir schon. Nein. Schlecht. Wie viele brauchen wir? Reicht es schon? Ich glaube nein. Thank you.
Herr Flicken. Komischer Name. Sehr, sehr. Sehr, sehr komischer Name auf jeden Fall. Eier. Bloß weg von dem Ding. Sehr gefährlich. Wow. Mama. Treffe und Ziele! Ah! Verdammt! Das gibt's ja nicht! Ah! Umdrehen. Sorry, dass ich gerade nichts sage, aber da war ein sehr hohes Konzentration. Oh. Da waren sie noch zwei. Nein. Sehr gut. Mama mia! Das war knapp! Oh yeah! Dann würde ich sagen, beenden wir diese Part in der nächsten Folge. Geht es mit dieser Welt weiter? Ich hole noch ein paar Leben, falls noch welche übrig sind. Aber normalerweise ja.
Oder auch nicht. Ich sehe ja gerade keine. Im Majos Tempel gehen wir, glaube ich, ein anderes Mal. Wenn wir die nächste Welt öffnen, ist, glaube ich, besser. Bevor wir hin und her latschen. Und hier gibt es eh kein Leben mehr. Okay. Wenn es euch trotzdem gefällt, lasst einen Daumen hoch da, abonnieren nicht vergessen. Und sonst sehen wir uns in dem nächsten Part wieder bei Banjo-Tooie. Also bis dann und ciao.